Hallo und willkommen zurück zu How to Play Scum. Ja, wir haben ein bisschen Glück gehabt. In der Nähe ist ein Airdrop runtergekommen, sodass wir euch auch das mal zeigen können. Jetzt mal spontan, ungeplant sozusagen. Kann man die Nacht ein bisschen nutzen sozusagen. Ein bisschen Pech daran ist da vorne, ihr könnt es auch sehen. Da vorne ist das graue Gebäude und der Zaun. Der ist also quasi in direkter Nähe zu einem Bunker gelandet, wo natürlich auch sehr hohe Anteil an Zombies sind. Wir hoffen so ein bisschen, dass wir jetzt einfach looten gehen können, ohne dass sie uns bemerken. Ich habe den Eindruck, er liegt weit genug weg vom Lager, sodass wir das können. Also die Airdrops bleiben immer nur eine gewisse Zeit liegen, sobald die gelandet sind, läuft Countdown. Oh, die haben die Fackel da oben drauf besser gemacht. Wenn der Karton runtergelaufen sind, explodieren die. Das heißt, es kündigt sich mit so einem Piepen an. Oh, und dann lauf. Und dann könnt ihr wirklich nur die Beine in der Hand nehmen und laufen. So, der liegt aber noch 18 Minuten hier und ist auch noch gelockt. Der ist komplett gelockt. Ja, der ist deswegen... Komplett gelockt. Ja, die sind jetzt immer komplett gelockt. So, den ersten habe ich auf. Also, der Trick beim Locken, beim Lockpicken ist, ihr müsst gucken, ein bisschen fühlen, seht ihr? Und wenn ihr seht, der fängt an zu drehen, dann wirklich so ganz leicht auf die Maus drehen. So, und dann habt ihr das Ding auch aufgebrochen. Ich habe leider jetzt so zwei... immerhin, ein paar Hosen habe ich gefunden. In dem einen, das war ja nicht viel. Und in dem anderen, jede Menge. Sag schon. Dietrische, aber leider kein Schraubenzieher. So. Alea versucht jetzt, das ist die zweite Möglichkeit, wie man einen aufbrechen kann mit einem Brecheisen. Schraubenzieher? Ja, sehr gut. So, das heißt, jetzt kann ich die anderen lockpicken. So, zweites Schloss auf. Ach komm, ich geb's auf. Das dauert mir zu lang. Ihr seht, das wackelt. Wenn er anfängt zu drehen, dann nur noch leicht die Maus bewegen. Eine Batterie, die brauchen wir nicht. So, normalerweise in der Geschicklichkeit, ihr habt's gesehen, ich habe jetzt sicher das Fortgeschrittene. Genau den richtigen erwischt. Wieso? Der Desert Eagle. 100%. Mit einer Munibox und 4 Magazinen und noch dem Flashlight. Ah, bei dem einen war eine Granate drin und eine Batterie, die leer ist. Ha! Super. Da hast du aber wirklich den Jackpot und kein Essen. Wenigstens die Desert. Ja, die Desert ist ja schon mal was wert, das stimmt. Mit Flashlight und Red Dot Visier, die kannst du ja super die zusammenbauen. Da müsstest du nur das Brecheisen nehmen. Ja, gib mir es. Ich habe jetzt so oder so die Ghillie-Hose. Die ziehe ich mir auch direkt mal an. Was? Die Ghillie-Sweet-Hose, weißt du, die mit diesen Fransen dran. Hä, seit wann kann man denn nicht mehr hier dort drin scrollen? Okay. Aber das kann man mal. Okay, gut. Lupen zerteilen. So, das hat sich ja volle Kanne gelohnt, ist jetzt übertrieben. Ich habe eine Hose dazu gewonnen. Alea hat ihre erste... ihre erste Waffe dazu gewonnen. Es gab schon lohnenswertere Kuhs. Hä? Wo sind jetzt mein Messer hin? Ach, das habe ich in der Hand. Wieso habe ich das in der Hand? Alea, du schießt weg.
Ich mach laufen wir mal. Offen. Dann freut sich nachher noch jemand, war noch niemand da. Und sieht dann so, ja. Ich würde jetzt gerne mal einfach mal auf die Karte gucken, ob es hier nicht doch irgendetwas ist, was wir noch looten könnten. Ich meine, wir haben das Kaffee, das Molev hier genau im Süden. Da sind aber natürlich relativ viele Zombies, aber ich sehe einfach das Problem, wir brauchen was zu essen. Also Süden ist in dieser Richtung. Also ich würde jetzt sagen, wir verbringen jetzt mal kurz, ich sag mal, einen Teil der letzten Folge für heute im Dorf und gehen da mal ein bisschen looten. Weil ich habe gerade überlegt, im Off, es lohnt sich eigentlich nicht, jetzt noch bis zum Damm zu gehen. Da werden wir dann heute in einer Folge definitiv nicht durchlucken können. Das, so gesehen, auch in der Stadt werden wir heute mit Sicherheit nicht durchlucken können. Aber es ist immer noch besser als nichts. Rote Pilze, die bringen Vitamin D. Brauche ich dann noch D? Oh, kann ich einmal von essen. Was haben wir noch? B4. Ne, macht keinen Sinn. Weil ich bin fast voll. Also viel kann ich eh nicht mitnehmen. Ja, auch nicht. Ich habe auch nur noch einen Platz. Ich habe gar keinen Platz. Doch einen Platz. Aber ich habe jede Menge Verbände bei. Und eine Handgranate. Die brauche ich wahrscheinlich eh nicht. Die kann ich nötigen. Ich die Horde. Horden-Dinge. Nicht Horden. Zombie. Hardcore. Ich werde müde. Hardcore-Woche erinnern. Da hast du ja recht. Aber das Problem ist einfach, Alea. Ich kann ja jetzt nicht bei den knappen Invi, was wir haben, anfangen. Irgendwie sind die Pilze nicht mehr so variabel. Wir haben alle B4. Früher war das irgendwie abwechslungsreicher. Ja. Aber wie gesagt, ich kann ja jetzt nicht anfangen, bei dem kleinen Indie, was wir haben, anfangen, Handgranaten mitzuschleppen, wenn wir andere Sachen gerade wichtiger brauchen, ne? Ja, schon klar. Ich muss jetzt fast da sein. Kann sich im Übrigen auch eine Fackel selber bauen. Ich mache es jetzt einfach nur deswegen nicht, weil das natürlich auch mehr Aufmerksamkeit auf uns wecken würde. Und das ist ja nicht nötig. Hm, sieht, da sehe ich schon 2 Zombies. 3 Zombies. Ich muss mal probieren, ob ich ihn erschießen kann. Naja. Aber lass uns mal erstmal ausspähen, wo sie überall sind, damit wir entscheiden können, welcher Sinn macht, zu ziehen. Nicht, dass du jetzt einen ziehst und dann haben wir auf einmal 10. Ich sehe weiter links, sehe ich keinen. Dann zieh den, der hier vorne an der Wiese steht. Falls du verpasst. Gehört hat er dich. Er kommt. Muss denn schon bei mir bleiben? Entschuldigung. Ich war am Pinkeln. Willst du mich verarschen? Ich war am Pinkeln. Ich ziehe den Zombie an. Hier sind die 2 Pfeile liegen auf dem Boden.
Ich dachte, du kommst klar. Entschuldige. So, jetzt bleibst du aber hier. Ja, okay. Nimm den linken zuerst, oder? Ne, nimm doch den rechten. Ich hab keine Zieldings mehr. So, oh, komm. Ja, kommt schon, er kommt schon. Vergessen aus der Ego-Perspektive. Also zum Knüppeln ist die Ego-Perspektive definitiv nicht geeignet. Also da solltet ihr lieber raus. Da ist der Fall, ist drin. Da sind zwei Zombies, ne? Zieh erst den vorderen, dann gucken wir mal, ob wir den hinteren ziehen. Also wie man sieht, jetzt so wie mit einem Composite-Bogen, wo man direkt einen tödlichen Treffer setzen kann, ist das leider nicht. Also schau, ob ich treffe. Ich glaube, der zweite Schuss, den hat sie getroffen. Also sie stecken ja drin. Oh, ein Notverband. Zwar einer, der halb kaputt ist, aber immerhin. Da rechts ist noch einer. Ach, dahinter ist noch einer. Fang ab! Ich will dich auch nicht treffen, sorry. Rechts hier ist noch einer. Da. Und es ist auch immer empfehlenswert, wenn ihr schlagt, zu stehen. Sagen, die ersten Zombies sind platt. So, das ist eigentlich strategisch so die beste Art, wie ihr Zombies ranholen könnt. Ohne jetzt zu sehr ins Risiko zu gehen. Ey, ich hab Zucker gefunden. Alea. Wenn du fertig bist, sag Bescheid. Ja, ich esse jetzt mal 25%. Guck ich mal. Lass es mal fallen, dann gucken wir mal. So, fallen lassen. Ich hab's fallen lassen. Soll ich den Rest essen? Nee, auch 25%. Warte mal. Wo ist denn der Krachschläger? Ah, da. Mal gucken, was die Verdauung sagt, weißt du, dass man nicht gleich hier überzuckert. Nur wenn man mal Zucker gefunden hat. Und was hat der Stoffwechsel? Boah, oh, 488 ja. Zucker. Das ist halt, meinte ich.
Ah, neues Messer. Sehr gut. Na gut, Safety Pins, das sind Büroklammern. Da kann man auch Dietrische natürlich draus machen. Aber ich habe ja jetzt gerade aus dem Airdrop 3 Pack Dietrische bekommen. Das reicht erstmal. Da muss man jetzt nicht noch mehr haben. Schon längst war ja, dass irgendwie Platz jetzt eh noch knapp ist. Später ist das eine andere Sache. Da kann man das natürlich machen. So, hier ist eine Maschine. Da könnt ihr später, werde ich euch das auch mal zeigen, Muni selber ran machen. Mache ich jetzt mal ausnahmsweise noch nicht. Einfach aus dem Hintergrund. Ich sammle Nägel, ne? Und Bolzen. Einfach aus dem Hintergrund, dass es sonst einfach ja wieder zu voll im Invi wird. Ne? Was? Fischhook-Pack. Aha, sehr schön. Will ich schon schlafen? Ja, ich weiß. Wir machen auch nicht mehr lang. Viertelstunde ist Schluss. Ich habe jede Menge Nägel gefunden. 4 Pack habe ich jetzt schon, also 4 Stück. 4 Pack. Also es gibt auch Packs, deswegen habe ich das gerade noch mal korrigiert. Also man findet auch, das ist das Schöne eigentlich an Scum, man findet wirklich, wenn man jetzt wie hier in der Werkstatt ist, findet man meistens auch eher so Sachen, die typisch halt für eine Werkstatt sind und nicht einfach irgendwas und alles. Ne? Ja, hier ist Schießpulver drin. Ich habe gerade mal mein Invi-Platz-Problem beendet. Hast du was gefunden? Was denn? Zucker! Nein. Garn für meine Hüfttasche gefunden. Ah, okay. Schön. Ah, hier liegt ein Hemd. So? Ich habe ein Hemd gefunden. Ich habe wieder ein Hemd an. Yay, wieder zwei Slotplätze mehr. Ist nicht viel, aber immerhin. Das heißt, wenn ihr so ein kleines Medikästchen lootet, dann findet ihr auch in allen meisten Fällen tatsächlich Medizin. Ne? Auch diese Bücher, die ich gerade gefunden habe, die sind am Anfang tatsächlich wertvoll. Eine wertvolle Sache kann man da nämlich draus machen. Nämlich, man kann eine stoßsichere Weste bauen. Die schützt euch ein bisschen mehr, als wenn ihr nur jetzt Jacke und so anhabt, logischerweise. Hat das Haus eigentlich hier einen Garten? Er hat es. Hast du auch das oberste Haus schon gelootet? Ja. Okay. So, wir haben hier Gurken. Guck mal, K, C könnte ich noch brauchen. Also essen wir mal eine. Haben wir hier noch? Das sind nur Gurkenpflanzen. Nein. Zwiebeln. Die haben eigentlich nur B4. Davon haben wir genug. Also B4 findet man hier in Massen. Etwa genauso wie normalerweise in Real Life Zucker.
Brauchst du irgendwas zum Reparieren? Ich guck mal gerade drüber. Nö, nee, ich habe eigentlich... Ja doch, meine Handschuhe könnte ich mal reparieren. Leg mal auf den Boden. Ja, kannst behalten. Danke. Habe ich auch gleich alles repariert. Nice. Hab's eingesteckt. Ah, hier ist auch noch mal... Ah, ein taktischer Pullover. Sehr schön. Gucken. Hat aber genauso viel Platz wie die Trainingsjacke. Macht also keinen Sinn, den mitzunehmen. Brot, auch schön. Sehr schön. Kohlenhydrate. Können wir uns mal satt essen? Ich esse mal 5. Ja, ess du 5, dann esse ich auch 5. Eiweiß dürfte er auch haben. Vitamin A und C, wie sieht's aus? Oh, C kann ich noch was brauchen. Essen wir mal die Tomate. Also solche Zuckerpackungen, die sind super wertvoll. Gerade wenn ihr längere Loot-Touren unterwegs seid, immer eine Zuckerpackung einstecken und ihr seid zuckermäßig versorgt. Ja. Danke. Ich kann die Tür nicht aufmachen. Während des Essens. Danke. Animation vom Drüberspringen so geil. Jetzt die neue. Mhm. Also ist ja nicht viel teuer, aber. Ja, aber ich finde, sie haben es wirklich schön verbessert. Also, ne, also wirklich viele positive Sachen, die ich jetzt schon gesehen habe. Also, wenn du, du hast, glaube ich, noch das Original. Shirt an, ne, das Originalhemd. Ja. Ja, da in der im Badezimmer liegt noch ein Hemd. Hast zumindest mal wieder einen Slot mehr. Oh, eine Pumpe für Wasser. Da kann man noch mal trinken. So, es gibt, man findet auch Trinkflaschen. Man kann auch Trinkflaschen selber bauen und Wasser dann einfach mitnehmen. Habe ich anfangs mal gemacht. Inzwischen muss ich echt sagen, lohnt sich nicht. Also man findet... Okay, warum kotze ich jetzt? Du hast dich überfressen. Ich habe mich tatsächlich überfressen. Jetzt bin ich irritiert. Das Brot! Scheiße, ja. Das wird das Brot gewesen sein. Das wird das Brot gewesen sein. Naja, egal. Nein, eigentlich nicht egal. Aber shit happens. Ich habe an das Brot nicht gedacht, dass das so satt macht. Also wie ihr merkt, selbst als erfahrener Spieler sollte man doch immer wieder ein bisschen den Blick auf den Magenzustand werfen.
6, B2. Oh, kann ich noch gebrauchen, B6. Bin auf der anderen Straßenseite, ja. Kaliber, Moni. Hey, da hast du viel Hunter-Munition. Cool. Ups, wo kommst du denn her? Hast du auch gesagt, ups, wo kommst du denn her? Ja, ich habe auch ups gesagt. Ja, und er weiß, was der Zombie gesagt hat? Nee, ups, I did it again. I break all your bones. I'm lost in your skin. Oh, baby, baby. Ah, Seife habe ich gefunden. Ne, jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Man braucht immer Seife. Ja, gibt aber wichtigere Sachen. Was haben wir denn hier? Ah, oh, ist wieder ein Hemd. Ah, oh, Limettenbrause. Aber ich glaube, Wassermelone. Oh, nee. Ganz schlechte Idee. Limettenbrause lasse ich mal hier, weil Zucker haben wir ja jetzt erstmal genug. Dann brauchen wir momentan andere Sachen wichtiger. Kartoffeln. Vitamin C, B6. Und ein Werkzeugkasten. Oh. Wertvoll. Den würde ich mitnehmen. Oh, hab keinen Indie-Platz mehr. Ja, aber den kannst du ja in der Hand nehmen, den Werkzeugkasten. Bis ich ihn dann irgendwann fallen lasse, aber ja. Tja, bisschen Risk. Ich habe Kartoffeln gefunden. Da muss ich meine Axt hingelassen haben. Ja, nee, die Axt hatte ich schon gar nicht mitgenommen, bin ich doof. Ich war gerade dabei, ah, da muss ich meine Axt hingelassen haben, aber ich habe die Axt noch gar nicht mitgenommen. Und ich bin über die Brücke. Gucken, wie es da zombie-mäßig aussieht. Ah, da sind Stege jetzt im Wasser, ne? Cool. Ich glaube, ich habe sogar ein Boot gesehen. Ich glaube nicht nur, da ist auch ein Boot. Oh.
Hier unten am Steg. Ja, zum Abschluss der Folge. Ah, Blaubeeren. Fire-Repair-Kit. Aber hab ich keinen Platz mehr für. Was für ein Repair-Kit? Fire. Ach so. Ja, das kann man auch selbst bauen. Das ist jetzt nicht wirklich so wichtig. Dann bin ich ja mal gespannt. Lust, eine Runde zu drehen? Einfach nur mal so, weil wir es können. Welchem Boot? Mit dem Boot hier. Oh! Ich weiß zwar nicht. So, fahren, da. Da muss ich aber die Kiste kurz da reinlegen. Ist ein bisschen Sprit ist drin. Ja, okay. Wenn du das kannst. Nö. Wie echt nicht als auf. Achtung, nein, nein, nein. Das Was? Ist Stein. Ah, ich dachte, du fährst rückwärts. Nef, nef. Oh, es geht gut. Öffne. Das war ein Wendekreis wie ein Bagger, aber... Wie ein Bagger. Cool. Ein Glück, dass da noch ein bisschen Sprit drin war. Upsi, da haben wir wohl jemanden aufgeschreckt. Was machst du da, tanzen? Ich? Ja, Macarena. Cool. Wo ist sie? Ich weiß nicht, wahrscheinlich im Wasser irgendwo. Ich sehe nicht. Nee. Ja. Also, das war unsere Premiere beim Bootfahren. Ansonsten kann ich nur wieder sagen, danke fürs Zusehen. Ja, wir looten hier noch ein bisschen. Nee, wir haben schon 11 Uhr. Nee, wir müssen jetzt wirklich Richtung Heimat. Ja, bedanke euch also fürs Zuschauen. Nächste Woche Donnerstag geht's weiter. Mit Scum hier auf dem Kanal und wenn ihr Lust habt, könnt ihr einfach bei Twitch am Samstag einschalten. Ab 20.30 Uhr gibt es dann Hunt Showdown. Wunderbarer Shooter, sind wir mit Mattes zusammen, erstklassiger Spielgefährte und ist meistens also wirklich, wie ich mir habe sagen lassen, von den Kunden, sag ich schon, von den Zuschauern, die zuschauen, witzig. Ne? Die lieben unsere Sprüche und von daher. Tja, falls ihr weiter kernige Sprüche von uns hören wollt, dann könnt ihr auch mal einschalten. Nächste Woche Mittwoch geht's dann weiter auf Twitch. Da gibt es dann das neue Let's Play Empyrean. Ein Survival-Spiel im Weltraum. Dann zum ersten Mal quasi, also auch wie hier, ist ja kein echtes erstes Mal, aber Empyrean ist wirklich zum ersten Mal eine Premiere. Wir werden da zusammen mit Dirk und Max spielen, die ihr ja wahrscheinlich auch schon von Night of the Dead kennt, falls ihr unseren YouTube-Kanal kennt. Und den Dirk kennt ihr auf jeden Fall von Green Hell. Das lief ja gestern noch hier auf Twitch. Das ist, der Max ist also quasi Profi, was also
Empyrean angeht. Der wird uns also da einiges erklären und einführen und machen und tun und lassen, sodass wir da auch gleich einen schönen Einstieg haben. Und ich glaube, das wird also auch sehr unterhaltsam fürs Zuschauen. Ja, ansonsten, falls euch quasi diese drei Programme hier auf dem Kanal nicht reichen, dann switcht einfach rüber zu YouTube. Da gibt es also noch mehr zu sehen von Players Level. Da sind wir also schon seit 2 Jahren aktiv mit verschiedensten Let's Plays, verschiedensten Spielen, verschiedenen Genres. Also dann schaut einfach da mal rein. Würde mich auf jeden Fall freuen, euch dann wiederzusehen. Ich sage auf jeden Fall danke an alle Zuschauer hier auf Twitch und auch danke an die Zuschauer bei YouTube. Ne? Also neue Folge dann. Ne? Gerne kommentieren, liken und so weiter. Und natürlich abonnieren. Ne? Wie ich immer so schön sage, das Abo ist das höchste Lob und, ne, für das Tun und der Lohn für das Tun von einem Let's Player. Deswegen einfach abonnieren. Ja, und würde mich sehr freuen. Na, wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Mit V. Bis dann. Tschüss.